Freunde, ich bin hier auf den Yu-Gi-Oh! Weltmeisterschaften und was ich hier alles erleben werde, das zeige ich euch jetzt. Angekommen in Seattle, wo die Weltmeisterschaften waren, gab es eine Sache, die wir unbedingt machen mussten. Wir haben sofort nach Booster geschaut und sind sogar fündig geworden. Yay. Nachdem wir das erledigt haben, ging es los am Freitag mit dem Meeting der Spieler. So, wir sind jetzt im Hotel und machen uns gleich auf den Weg zur Venue, wo die Spieler morgen spielen werden um den Weltmeisterschaftstitel. Ich bin sehr gespannt. Hier im Hotel sind schon einige Sachen für die Worlds aufgestellt. Vier Kategorien gibt es. Es gibt Speed Duel, Rush Duel, Master Duel und TCG. Und ich bin sehr gespannt, wer die Weltmeister dieses Jahr werden. Dass ich mal bei so etwas sein kann, hätte ich vor 10 Jahren mir niemals vorstellen können. Alle Content Creator sind jetzt hier angekommen, von der EU-Seite aus. Und wir schauen uns jetzt mal die Venue an. Ich bin sehr gespannt, was wir da zu sehen werden. Heute passiert da noch nicht viel, außer dass wir dort ein bisschen filmen und Bilder machen dürfen. Aber ansonsten passiert die Action erst morgen. Diese Flaggen dort, die sind ja wild. Aber das Studio sieht gut aus. Das Studio sieht crazy aus. Also von außen. Pass auf, es geht tief runter. Oh mein Gott. Alter, ich war zu konzentriert aufs Vloggen, Alter. Ich hab mich fast hingemauert. Schaut euch mal an, was Maurice dabei hat. Er hat einfach den Rescue Rabbit dabei. Wie süß. Ich mag den so gerne. Wir sind jetzt in der Venue, wie gesagt, und es ist halt ein Studio. Also hier ist keine Live-Crowd, außer halt wir als Creator und das Staff-Team. Und es sieht, finde ich persönlich, sehr interessant aus. Es ist halt ein ganz, ganz anderer Vibe. Aber gefällt mir irgendwie. Sehr moody, sehr cool. Und vor allem die Production hier ist top-notch. Allein hier sollen wir sitzen mit einem Drink und mit ein bisschen was zu essen dann. I mean, I take that. Hier wird gerade Stuff getestet. Weil wie gesagt, die Championships sind erst morgen. Und es wird wahrscheinlich geguckt, ob hier die Karten irgendwie glänzen oder ähnliches, wie die Production ist. Ja, und auch um zu gucken, so in welchem Licht müssen die sein, damit die Karten nicht reflektieren. Also ich finde es sehr cool. Was ist deine Meinung bisher? Sehr professionell auf jeden Fall. Freunde, wir haben hier die World Championship-Karte. Sieht sehr, sehr mächtig aus. Und die wird morgen jemand mit nach Hause nehmen. Wir sind jetzt hier angekommen, wo Duel Links unter anderem ebenfalls gespielt wird. Ich kann euch mal das Setup zeigen. Hier haben wir das Ganze. Sieht sehr, sehr cool aus. Passend dazu gibt es auch eine sehr schöne Matte, sage ich mal. Und ich bin sehr gespannt, welches Deck sich hier von den 5, die man nehmen kann, gerade in Rush Duel beispielsweise, durchsetzen wird. Look, they give us stuff from TikTok, so we can do makeup tutorial. We can do a little dance. No, please, no dance. But makeup tutorial. Wait, we can do... Damn. But it's not on. Okay, no, thank you. No dance. Aber das wahre Spektakel ging es am nächsten Tag los. Jedoch hatten wir noch einen Kartenshop bei uns im Hotel, den wir unbedingt abchecken mussten. Und Spoiler, hier gab es einiges. Okay, wir haben hier ein paar coole Karten. Wir sind jetzt beim ersten Bender hier. Und es gibt ein paar coole Einzelkarten und noch ein paar Sachen, die ausgestellt wurden. Zum Beispiel die allerersten Packs, unter anderem auch coole Special Boxen. Ob ich hier was mitnehme, weiß ich noch nicht so ganz. Es gab ein paar Sachen, die ganz interessant sind. Drachlings zum Beispiel für mein Lightsworn Deck. Und wir haben ja auch den Punishment Dragon, also der Bestrafungsdach auf Deutsch, der auch sehr wichtig ist. Also, was heißt wichtig? Ich finde ihn halt sehr cool und ich würde ihn ganz gerne in meinem Deck haben, weil ich noch keinen habe. Da ist der Drachenling. Den finde ich noch ganz cool und Maxi ist hier ebenfalls. Die Karte wird niemals ins TCG zurückkommen. Was haben wir hier Schönes? Noch ein paar Matten. Alter, ich habe zu Hause so viele Matten, ne? Was ist denn deine Fa... Oh! Ist das das Duelist Pack von Zane gewesen? Könnte. Sind schon ein paar coole auf jeden Fall dabei. Was ist denn noch? Ancient Fairy Dragon, yeah. Oh, der Bakura. Von Matten, zahlreichen Karten und unter anderem dieser wirklich super seltenen Blue-Eyes-Karte hatte dieser Ladenverkäufer wirklich einiges mitgebracht. Und ich glaube, ich hätte meine ganze Familie verkaufen müssen, um diese Karte irgendwie zu erwerben. Wir haben ja ein DDS Blue Eyes als 10er. Und das ist ein wunderschönes Holofoil, ey. Aber anderes Thema. Konami hat noch eine sehr coole Sache vorbereitet. Und zwar konnten wir hier eine Yu-Gi-Oh! Duel Links VR-Demo spielen, die wirklich nicht von dieser Welt ist. Genau, es gibt jetzt eine Duel Links VR-Session. Bedeutet also, wir können das Duel Links in VR erleben. Das heißt, quasi zum Anfassen wirklich. Also natürlich virtuell. Das klingt cool. Ich bin gespannt. Wo ist das?
Da hinten. Wir gehen jetzt hin. Activate my field spell. Bro, was? Oh mein Gott. Angriff. Aber sieht geil aus. Nee, hat Angriff annullieren. Mein Gott. Kauf das Spiel. Aber das ist sehr cool. Das, ich glaube, man kann das im Video gar nicht einfangen, wie krass das ist. Ich weiß. Das ist aber das ist heftig. Als Erfahrung würde ich das 10 von 10 raten. Das war, glaube ich, das Coolste, was ich jemals Yu-Gi-Oh! Technisch gesehen habe. Aber wann, Konami? Wann? Ich konnte das dunkle Magiermädchen nicht nur beschwören, sondern auch mit ihr kämpfen und konnte den bläugigen weißen Drachen hautnah erleben. Etwas zu nah für meinen Geschmack. Aber wir sind hier für die Worlds und diese waren ebenfalls am nächsten Tag. Von Duel Links, Rush Duel, Master Duel und TCG waren die besten 100 Spieler der gesamten Welt vereint, um hier World Champion zu werden. Das TCG-Meta sagt mir gerade weniger zu, dementsprechend habe ich mich eher auf Master Duel und Duel Links, aka Speed Duel und Rush Duel, fokussiert. Zusammen mit anderen Content-Creatern konnte ich live on-stream mehrere Matches gucken und natürlich auch hautnah dabei sein. Aber ich musste leise sein, denn ich wollte natürlich keinen der Spieler stören. Neben den Matches gab es noch viele andere Aktivitäten. Unter anderem konnten wir Time-Wizard-Duelle hier mit anderen Creatern spielen. Wir bauen hier gerade ein kleines Setup auf, weil hier werden noch später ein paar Duelle gemacht. Sehr, sehr cool. Auch der Background, den wir hier haben mit den ganzen Hieroglyphen. Mag ich sehr. Danach war es auch schon wieder Zeit fürs Shoppen, denn wir wollten alle noch mehr Karten holen. Und ja, wir sind zu einem Kartenladen gefahren, der einiges hatte mal wieder. Es gibt hier einige coole Sachen, die wir auf jeden Fall mitnehmen. Vielleicht sogar so ein paar Booster Packs. Aber das Ding ist natürlich, werde ich irgendeine teure Karte holen? Ah, ich weiß es noch nicht. Wir schauen mal. Wir haben hier zum Beispiel noch ein Ghost from the Past Display, welches ich eventuell mir holen möchte. Wenn ich da eine Ghost Rare drin ziehe, das wäre sehr, sehr cool. Thank you. So, ich habe jetzt hier noch ein paar Sachen geholt. Ein Ghost from the Past Display und natürlich auch die neuen Tints. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Dementsprechend geht es weiter und wir wollen noch ein paar Sachen holen. Ich habe hier diese drei Karten gefunden. Inventar halt Wild Wingman. Dann habe ich hier Construct gefunden in Ulti. Ultra cool, einer meiner favorite Cards of all time. Und dann haben wir noch Elementarheld Dark Bright. Ist okay, ich mag halt Elementarhelden sehr. Aber das ist eine Karte, die ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Sieht auch, finde ich, ganz okay aus. Hat er den Ulti-Stamp, der ist halt normal. Und ja, ich würde jetzt sagen, ist es nicht Near Mint von dem, was ich sehe. Aber ey, es ist eine KDE für meinen Binder und ich habe eine japanische Ulti-Konstruktion. Die wäre sehr, sehr geil. Zwar nicht First, aber ey, es muss ja nicht immer First sein. Es muss nicht immer First sein. Vielleicht finden wir noch ein paar mehr Karten, weil wir haben hier, vielleicht könnt ihr es sehen, sind einige Ultis einfach random drinne. Hier werden crazy Retro-Karten geholt für Oldschool-Decks. Und es sind ein paar. Spiegelkraft, schwerer Sturm, schwarzes Loch. Are you happy? Yes. Freunde, ich konnte mir Construct tatsächlich kaufen. Ich bin mehr als glücklich, einer meiner Favorite-Karten aus meiner, nicht Kindheit, aber aus meiner Competitive-Ära wieder zu holen. Und das in der Favorite-Rarity in Ulti. Ist einfach unglaublich schön. Nochmal eine schöne Erinnerung auch an diesen Trip. Gleichzeitig habe ich noch diesen dunklen Horus aus der Phantom Darkness Reihe ebenfalls in Ultimate Rare eingekauft. Und zahlreiche Boxen, die wir später öffnen und wo hoffentlich eine Ghost Rare drin ist. Aber gut, Halbfinale und Finalmatches müssen am nächsten Tag gespielt werden und Konami hatte noch eine kleine Überraschung für uns und zwar einen exklusiven Weltmeisterschafts-Goodie-Bag. Und was dort drin ist, das zeige ich euch jetzt. Guckt euch das mal an, was hier
Der ist riesig. Wir haben hier unter anderem eine Deckbox. Dann haben wir hier, müsste es Legendary Deck sein? Rescue Rabbit, mein eigener. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Oh, thank you. I don't think so. Ich habe gerade noch eine Matte bekommen. Wow. Die ist stark. Die ist wirklich stark. Dann habe ich einen Zauberer der Zeit, der Time Wizard. Ich liebe das Time Wizard Format. Rage of Abyss in Japanisch. I take that. Eine ganze Rarity Collection. Maurice? Ja, nimmt man mit, das ist cool. You wanna see it? Das ist nice. But we are not finished. Das ist, glaube ich, die geilste. Das ist eine richtig nice Mat. Oh mein Gott. Seattle, Washington, World Championship 2024. Mit der Preiskarte drauf. Aber wir sind immer noch nicht fertig. Ich habe einen Block. Und dann haben wir den Kollegen. Soll ich den aufmachen oder nicht? Ich mach's auf. Ich weiß selber nicht, was hier drin ist, aber should be something good. Okay, das ist das Ding. Das ist magisch, sagst du? Das öffnest du nicht. Das öffne ich nicht. Und hier sind noch zwei Karten drin, die Tokens. Zwei Tokens haben wir. Ich werde das öffnen. Nein. Sollen wir das nicht öffnen? Eigentlich tut man das nicht. Eigentlich macht man das nicht. Also du kannst es machen. Aber ich kann es machen? Sei bloß vorsichtig. Das sind die beiden Karten, die hier drin sind. Doom Caliber und Verräterische Schwerter. It's Quarter 5. In Quarter 5 Secret Rare. Oder Quarter 5 Rare, Anniversary Rare. Mega geil. Das ist eine sehr, sehr coole Retro-Karte, die auch immer noch relativ solid ist, würde ich sagen. Mit 1,9 und Effekt ist auch sehr cool. Und das hier ist, glaube ich, eine Karte, die jeder aus dem Anime kennt. Maybe werden die gegradet irgendwo hingestellt als Andenken für die Reise. Aber ich glaube eher, dass ich die einfach in mein Bein da reinpacke. In wenigen Minuten geht es los. Wir haben hier jetzt gerade die TCG-Area. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber es gibt wohl vorher noch eine kleine Opening-Zeremonie, die wir uns gleich noch anschauen. Doch bevor wir zum Finale kommen, ich hatte ja noch ein paar Booster. Und diese öffnen wir jetzt. Mit einer Sache, die ich in einem Target geholt habe, und zwar eine Yu-Gi-Oh! Rarity Collection 2. Super cool, sind auch American Packs halt. Und vielleicht haben wir Glück und ziehen irgendwas Neues. Wir haben schon mal den Dragooner hier, ganz cool. Der Rescue Rabbit, da ist er, der Kleine, wir lieben ihn. Und by the way, die coole Matte hier, gesponsert von dem guten Schattenspieler, ist hinter der Kamera. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, Black Rose und Akiza in der Kombination, ultra cool. Wir haben Charge, mega, Foolish, Solemn Strike, okay, Book of Moon, okay. Nothing. Und Magician's Soul. Okay, wir machen weiter mit Infinite Forbidden. Das ist auch eine Box, die es bei uns so, glaube ich, nicht gibt. Weil du hast hier vier Booster drin und einen exklusiven Token, den wir jetzt ziehen können. Und die Tokens sollen allgemein schon relativ teuer sein. Der teuerste wird, ich denke mal, höchstwahrscheinlich der Yugi sein. Aber wir können hier den Black Rose Token auch drin ziehen. Willst du ihn haben? Wenn ich ihn ziehe, kannst du ihn gerne haben. Ich habe ihn gesucht die ganze Zeit. Ich finde ihn nicht. Wenn ich ihn ziehen sollte, kannst du ihn haben. Okay, man kann die einfach so öffnen. Es ist nicht der Black Rose Token, man. Oh man, this is not good. Vielleicht können wir eine coole Unterwelter-Schmied-Karte ziehen. Unterwelter-Schmied-Karte. Guten deutschen Namen, sage ich euch. Okay, wir gucken mal, was ziehen wir hier. Ein schönes Gimmick-Puppet, wir lieben es. Dann haben wir den Archetype nochmal. Der Depresso Part. Ich liebe diese Karte. Vom Artwork ziemlich. Die ist so geil. Und wir haben eine Secret gezogen mit Millennium Arc. Direkt eine Secret? Das ist stark, das ist sehr stark. Der Archetype ist noch ein bisschen hinterher, aber ich finde es ganz gimmicky und ganz cool, dass es halt die Karten des Großvaters von Yugi sind. Das ist halt ganz nice. Also ich bin eigentlich schon glücklich halt. Eine Secret zu ziehen ist schon sehr, sehr crazy, sage ich. Aber wir ziehen nochmal eine Ultra Rare hier. Let's go, sind Stoppel Exodia. Ey, das ist ein gutes Ding gewesen, würde ich sagen. Ist schon mal sehr solid. Also eine Secret und eine Ultra. Nimmt man. Jetzt kommt das wahre Spektakel, nenne ich es mal. Wir haben Retro-Packs. Da haben wir vier Packs drin, keinen Token. Aber wir haben hier coole Oldschool-Karten, die wir drin ziehen können, wie Dark Magician Exodia ist hier drin, Blue Eyes ist hier drin. Okay, wir schauen mal, was wir hier Schönes drin haben. Hier sind viele Oldschool-Monster drin, das heißt, man kann sich rein theoretisch hiervon
so ein paar Booster holen, dann kannst du so ein Oldschool-Deck machen. Wir haben Toon Summon Skull, Toon World, Senju, Mystical Space Typhoon. Es ist schon ganz cool, was hier alles drin ist, halt. Also auch eine Geier halt. Es ist sehr, sehr oldschool. Aber wie wir gerade auch gesehen haben, wir können ja auch halt nur eine Rare ziehen. Und wir wollen natürlich ein bisschen mehr, deswegen hoffen wir auf was Nices. Heavy Storm in Rare ist cool, okay. Baby Dragon, Polymerization. Aber wir wollen natürlich ein paar höhere Hits. Also eine Super oder Ultra würde ich gerne sehen, aber wir haben auch gerade schon was gehabt. Wir haben Upstart, Upstart ist immer nice. Wir haben Suijin als Rare. Und wir gehen mit der letzten Karte wieder in diese Kamera rein. Und wir gucken mal, vielleicht haben wir irgendwas Nices. Ist cool, wir haben eine Super Rare auf jeden Fall. Wir haben noch hier die große Trinade. Wie heißt die? Giant Trunade auf Deutsch? Große Riesentrunade, ja. Ist auch eine coole Karte, ist aber, glaube ich, auch Maximum Band. Hane Hane, wir kennen es auch, aber Thema. Wir haben noch ein ganzes Display Ghost from the Past 2. Und wir schauen mal, was wir ziehen können. Okay, wir haben das letzte Pack, glaube ich. Dann ist das wunderbare Pack-Opening auch schon vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht haben wir jetzt hier eine Ghost Rare. There's nothing. Man, why? Aber wir haben Neos Kluger. Nach dieser coolen Einlage wurden die Finals gespielt. Die Stimmung war mega. Und die Champions glänzten. Leider hat das europäische Team Snipe Hunter im Master-Duell-Finale verloren. Trotzdem waren es spannende Matches, die ich niemals vergessen werde. Danke nochmal an Konami für die Einladung dieser Weltmeisterschaften. Ich hoffe, ich konnte euch das Event etwas zeigen und wünsche euch viel Spaß eventuell beim nächsten Jahr.